Die arme Waschmaschine. Leider sieht man nicht so gut wie dampft. Trotzdem. Kommt gleich noch mehr rein. Oh nee, ne? Was ist das denn? So ein Pfeifer? Wow. Der hatte Power, wa? Ja. Das für so ein kleines Ding da, ey. Und jetzt die Waschmaschine. Oh. Weg, 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 Fury! Oh, die Waschmaschine ist explodiert. Das war die Heizung. Die Heizung ist Schluss. Die ist kaputt. Ja, die ist durchgehauen. Was machen wir denn jetzt? Neue Heizung. Hier, gerade bei der Kochwäsche, ne? Guck mal. Guck mal, die hat braune. Die arme Kochwäsche. Ja, die ist eh versifft. Da rein muss die Wäsche eh nur bei 30 kurz. Also. Guck mal, da ist er. Unser Master of Disaster da. Oh. Achtung. Also wieder da rum. Verdammt. Das Kondensator in den Arsch. Ja. Oder so was. Die ist explodiert. Die alles auf einmal. So was müssen wir auch noch machen. Das war falsche Richtung. Ja. Was ist das denn? Fußsuche. Oh, du kommst da so eine rein hier. Vier Flammenprotein. Das wird gleich richtig heftig. Es war mal eine Miete. Oh, Achtung! Hört auf! Das knallt doch, oder was? Man sieht es unten in der Maschine. Guck da unten! Guck das! Jemine, ey. Ich hab die Heizung durchgesporen. Aber jetzt richtig. Die ganze Maschine ist ein Arsch. Sag mal, wer hat ja Kraftstrom rangeschmissen? Ja. Irgendwas stimmt da ja nicht, ne? Guck mal. Wie kommt denn das an? Das ist der Motor. Bürstenfeuer. Doch, ja. Boah, wa? Oh. Das passiert, wenn man eine Maschine an Kraftstrom kriegt. Ne? Was? Schön warm geworden. Jetzt. Ja, das sage ich ja bei der Kochwäsche. Also Raimund, nie wieder Maschine an Starkstrom ran schalten. Nee. Das geht schon mal nicht. Und da fackelt da doch so schön. Oh meine Güte. Oh. Stecker ist geschmolzen. Oh, hey. Ach was. Was soll es auch. Gib mal wieder her. Ah, die kriegt man noch hin.
Ach ja, die kann man reparieren, ne? Ich glaube, die hat gekocht, ne? Kann das sein? Tja, eventuell. Richtig, du. Die hat glaube ich, gekocht, oder? Dann denke ich auch mal. Ne, also. Die kocht immer. Oh ja. Oh nee, doch nicht noch mehr. Oh je. Alles zerbricht. Oh, da kommt noch mal wieder so ein Boller da. Oh, der war heftig. Das hat der Kondensator, das ist glaube ich durchgehauen, oder? Kann das sein? Da, oh, ja, die hat aber große Kondensatoren. Da liegt schon jede Menge Feuerwerk mit drin. 38 oder 37, ne? Ja. Und man sieht da noch einen Stecker da, ne? Liegt da noch drin. Jetzt war mal eine richtig gute Miele. Haust du noch einen Kondensator rein? Ja. So. Was ist denn das da? Das sind so zwei Bienen, die das gewesen. Was denn? Zwei Bienen sind das gewesen. Hummeln. Ach. Zwei Hummeln. Ich glaube, das ist der Heizstab gewesen, ja, das ist durchgehalten. Ja, oder Schaltwerkschaden oder. Oh, hier, der kokelt schön. Ja. Schön, ne? Ja, ich soll eine brennende Öltonne von machen, oder nicht? Schön. Eigentlich warm. Wohl, ja. Ein bisschen Holz reinhauen und zacki. Ist schon warm. Ja. Die Rapper das haben, in den Ghettos und sowas. Ja. Oh, ja. Ja, sure. Ey, Alter. Da kann man schon seinen Arsch dran wärmen, ne? Das ist wahr, Willi. Ja, so. Die Maschine wird bestraft, weil sie nicht laufen wollte. Genau. Deswegen. Der Raimund meinte noch, eigentlich hat diese Maschine es nicht verdient. Aber sie hat ja bei uns nicht gelaufen oder so. Nee, da hat sie nicht. Die war böse. Oh, hier, deswegen. Frösche. Was denn? Frösche. Was ist das? Flasche. Was darf das sein? Was machst du? Ach so. Ach, das sind so ganz viele Knaller aufeinander. Ja. Oh, schön. Oh. Ui. Ui. Das war das Schaltwerk, oder? Klingt wohl so, ne? Das war mal eine Miele. Tja, meine Hände zerfrieren, du. Boah. Ja, hier, Willi. Oh, ja, das ist schon mal besser. Du, Raimund, hast du kein Holz rumliegen? Was? Hast du kein Holz rumliegen? Was liegt denn? Holz, hast du das vielleicht noch rumliegen? Ja, wieso? Können wir so ein bisschen Ofen machen, oder? Ja. So ein Ghetto-Dings da. Folie rein, das stinkt dann auch schon. Oh, nee, ne? Pyrocracker da. Ja. Zeigen Sie mal, Herr Doktor, was geht da so alles rein? Den Doktor und Pyrocracker. Scheiße. Was denn? Kleinen Pyrocracker. Müssen wir mal auch noch viel kaufen, Willi. Ja, so viel ist schon mal. Ich hab 360 Stück habe ich noch verwogen. 360 solche Cracker. Die hau ich am liebsten so auf einmal so irgendwo rein und dann auf einmal brrrr, mam, mam, mam. Aber wie die knallen, ne? Ja, vorher knallt die, ja. Oha! Solche darfst du bei uns gar nicht geben, du. Nee? Nee. Du musst aber ein bisschen Abstand bewahren. Ich? Ja, du, ja. Trotzdem. Ein Heuler. Ein Heuler? Du weißt das auch alles, ne? Das. Das war die Riemenscheibe da. Hier. Oh, wenn ich jetzt was ist. Da kommst. Holz. Wo ist das Holz?
Wo ist das Holz?